Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück bei unserem Frank 1.0 und ja, hier haben wir wieder Arthur Kilpatrick und ja, ich habe Carsten gefunden, er wird nicht mehr kommen. Das Typ hat einen Zeigefinger abgeschnitten. Man, that's a tough one. Bounty Hunter ain't no good without his trigger finger. Well, hell, that really leaves me in hot water, boy. Gonna cost old Arthur real good. Tut mir leid, aber würden Sie mich jetzt bitte bezahlen? Oh, yeah. Du musst nämlich jedes Mal fragen, ob man bezahlt wird. Was wollten Sie sagen? His girlfriend put up for the bond and now he missed the court date. I can't get in touch with either of them. Want a job? Könnte mich interessieren. Well, it won't be much of a job since you ain't licensed and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Wir brauchen also nur, um mich rauszufinden, ob er noch hier ist oder nicht. Yeah, no body attachment or nothing. Just find out if he's here or where he went. I'll pay you. Deal? Das kann ich wohl machen. Great. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's pawn shop. Her name is Marion Murrieta, but I haven't been able to get in touch with her. Klingt gefährlich. Wissen Sie, wo ich eine Waffe bekomme? Oder zwei? Well, I wouldn't normally tell you this, but since you did help me out. Trip down at the pawn shop. He's a little fried and paranoid, so he don't usually sell guns to anyone. But just tell him all Arthur sent you, he'll set you up, all right. Okay, also soll ich gleich rüber zu Marians Wohnung. That's right. Marianne Murrieta. In them crappy places above the pawn shop. Find out where the hell Muddy is, where is he going, whatever. But be careful. You're not licensed, and if anything bad goes down, I don't know you. You hear me? Toll. Ja, nee, ist klar. Dreckigen, schmierigen Absteigen über der Pfandleihe. Du weißt schon, dass ich da wohne, du Spast. Alright, come back when you got some. Tschüss. Spast. Beschimpft er mein geliebtes Heim hier als schmierig. Na gut, ist es vielleicht auch, aber trotzdem. Ist nicht gerade die feine englische Art. Arschloch. So, aber zuerst gehen wir noch mal kurz ins Krankenhaus, weil ich da nämlich noch was besorgen werde. Hier steht Blutbank. Und ja, die meisten werden sich fragen, wieso Blutbank? Du hast doch hinten eine wandelnde Bluttransfusion. Das werde ich dann für ein kleines, ja, sagen wir es mal so, für einen Versuch. Nicht Versuch, für einen Betrug machen, nehmen. Hast du welches denn? Right down to business. None of this pretend I don't drink blood shit. Very refreshing to find a decisive customer. I respect that. So, what'll it be? Einen feineren Jagen als die Plöre, die anderen so trinken. I can accommodate a refined palate. Was ist das? Anstatt dass der die Blutkonserven den Leuten gibt, die sie brauchen? Nein, ich kauf sie. So, das sollte fürs Erste genügen. Will nicht mein gesamtes Vermögen raushauen. Inventar, Menschlichkeit habe ich 3. Okay. So, was wollte ich jetzt nochmal machen? In die Pfandleihe. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal vom Malcolm und unserem schönen Arzt Malcolm Geld absahen. Good God. Now they have street cleaning. Schnauze, gib mich dein Blut. Gib mich Blut. Meine Nase juckt. Dann muss ich bitte ein bisschen Geld. So, hey, bam. Mayor, it's Mike. Look,
Und damit ist er nicht hier halt. So, was wollte ich jetzt machen? Erstmal zu Penny. Nein, Mercurio. Da wollte ich jetzt erstmal hin. Bäm. Ja, ich mache gerade hier ein bisschen Wirrwarr. Wusch, wusch, wusch halt. Avanti, Avanti, Dilettanti halt. Das sieht jetzt vielleicht nach einem komischen Spielstil aus, aber gut. Bist du Mercurio? Yeah. You looking for the Astrolite? I'm... Oh, I can feel a draft on my fucking insides. They shank me, the bastards. The blood ain't working no more. My head, it feels cracked. Oh, I think my eyes popped. Ouch. Was ist denn passiert? What is this lump? Is this my rib? Shit, my rib is poking through my side. Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Das ist eine kaputte Flasche und jetzt sag mir endlich, was passiert ist. Goddamn chemist. Can't trust any operators in L.A. I verified him. Organization seem reliable. Guy mixes up speed. His crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of his guys, they come out of nowhere. Junkie pricks. Hit me with a bat. Feels like I got a friggin' horse kicking it. I never should have gone alone. Amateur move. I should have handled those pricks. Goddamn dirty Cali rat bastards. Those cocksuckers beat me rotten, left me for a stiff. I had to crawl to my car, call my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit, they got the money, they got the Astrolite. Wo sind die Bastarde? Small-time sons of bitches live out in a dump on the beach. Four or five of them. And one's got the explosives is Dennis. Got my money too, that prick. Wie bekomme ich jetzt zurück? You gotta get it back from him. Maybe reason with him, maybe break in. I don't know. I want to kill him. Do whatever you people do. I blew it, I know. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Yeah, if you could... Oh, something just started leaking. I need something for the pain. Ich hab schon was stillhalten. Gern geschehen. Ich komm mit dem Astrolit. Das hat hoffentlich geholfen. Tschüss. So, Morphium hat er jetzt gekriegt. Das stärkste Schmerzmittel, das mir bekannt ist. Und jetzt zurück zu Arthur Kilpatrick. Ich bin wieder mal nur mit Durchrennen beschäftigt in diesem Let's Play. Ich habe das nämlich schon einmal gemacht, das sah dann ziemlich matschig aus. Müsst ihr euch vorstellen, dass dann hier, statt so wunderbar geformt in diesem roten, so bam, 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 einfach hier komplett über das gesamte Teil hier ein rotes Quadrat war. Alles sah matschig aus, man konnte unten die Schrift nicht lesen. Ich habe mehr auf Glück als auf Verstand hier meine Disziplin benutzt. Also das war nicht sehr schön zum Spielen und auch nicht sehr schön zum Angucken. Und dann kam ich auf die Idee, patch doch mal dieses verdammte Spiel. Und ja, seitdem hier, boah. Was bin ich eigentlich hier nochmal für eine Klasse? Das habe ich schon wieder mal vergessen. Diabolisch. Gut. Weil das ist mir so wichtig. Präsenz kann übelst mir den Arsch retten. Ich hätte ein paar Informationen über Mandy. Er hat die Stadt verlassen. Keine Ahnung, wo. Er ist nach Downtown. Alright, then. I'll have to call in some. Danken Sie es mir in amerikanischen Dollar. Alright, right. Danke. If you ever find yourself. Mach ich, bis später. 150 Ecken. Läuft. Ah, mein Ohr juckt. Das ist fies. Ah, schon besser. Also auf zum Beach, zum Strand. Flugzeug. Al-Qaida, Al-Qaida, Al-Qaida.
Okay, dann müssen wir uns mal den Pi angucken. Wenn das wirklich so schlimm ist, wie diese behaupten, dass du da deinen Glauben in die Menschheit verlierst, scheint ja recht schlimm zu sein. Opa. Leck. Danke. Einfach nur Danke sagen. Hier, dem geben wir mal. We know we can't hunt round here, all right? We're minding our own business. No reason to hassle the weaklings. Was redest du? You mean you ain't here to run us off? Soll ich? We're getting pretty sick of it. Someone's sighting domain, or in the worst case, is hunting us for sport. Warum? We all seem to have come down with the same disease. Oh, who am I kidding? We're a bad horror show, right? We seem to be the runts, the mistakes. You types call us thin bloods. I say we're all equally screwed. Ich bin ja selbst noch ein Neuling. Was ist denn ein Blütiger? I'm damned if I know. Well, I know you don't want to be one. You seem to be in the loop. You tell me. Erstmal, zu welchem Klang gehörst du? See, I've heard all that before. And I still don't know what the hell anyone's talking about. I'd like to know just what I've become. We'd all like to know just what the hell kind of devil's contract we've apparently signed. Wie ist das denn passiert? I just come to town for the surf tournament. Seems like years ago. It's, well, been about 6 months now. Every night during the finals, I used to hit the local diner after the beach parties fizzled out in the AM. That's where I met her. Vin. She had a natural beauty. Not what I call a plastic dolls littering the sand. Her name was Lily. I remember introducing myself. The way she seemed grateful for the company. Well, a few nights after our meeting, we were on the beach alone. Okay. She tried to tell me what she was, but I didn't understand. So she showed me. I was furious with her when I took it all in. I cursed her and left, never really knowing what I was. Well, I realize now how she must have felt. So here I am now, a mystery to myself. Freunde, das mag jetzt ein bisschen hart sein, aber ihr seid Vampire. That's what Lily tried to tell me. But what I don't understand are the rules and the terms and the reasons some of them are at our throats claiming we're harbingers of the apocalypse. That's what I want to know. Sind die anderen von euch hier auch dünnblütig? Ist die tot? Clinically, yes. But honestly, I don't know. I suppose I'd have moved on by now if I didn't think she'd show up one of these nights. There's a lot I've got left to say to her. Vielleicht sollte ich mich mal in die ganze Dünnblut-Sache reinhängen. I hope you had better luck than I did. No one's been particularly friendly to me in this city. Only reason we're in Santa Monica is because we haven't been chased out yet. Ich werde herumfahren was und schauen, was ich so ausgrabe. Ich versuche herauszufinden, irgendeine Idee. Ich schau mal, was ich tun kann, tschüss. So, dann zeige ich euch mal kurz, was ich jetzt hier mit diesem Betrugsversuch meinte. Und zwar mit dem hier. Wer nicht? Wenn er vom heiligen Pflock durchbohrt wird, na klar, willst du einen kaufen? Okay, but first I have another question. How about blood transfusions? If I get a full blood transfusion, I can become human again, right? Sicher, wenn es Einhornblut ist. Unicorn blood? Ach, sowas wie Vampire kann es geben, aber Einhörner nicht, oder wie? I'll buy it. I'm gonna go get some money. Come back in a little while. Ja, und vielleicht finde ich ja auch einen speziellen Kaugummi, um deine Zähne abzuschleifen. What the fuck? Au, das muss ziemlich wehtun. Hey, oh, brother. Brother, why don't come you for me? Hey, oh, brother. Brother, come back to me. Ach nee. So, ich würde sagen, dann machen wir hier wieder einen kleinen Cut. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Don Frank 1300. Denn das da oben, das wird ein Gemetzel werden.
Und ja, das hier ist demnach euer Speicherbildschirm. Ciao.